Herr Glasl und Herr Plettenberg haben inspirierende Antworten auf die Reitmeierschen Motive gefunden. Und die Sammlung hat etwas bei Ihnen ausgelöst, etwas herausgeholt. Und sie macht auch mit mir und Ursi etwas. Ich war von Anfang an fasziniert. Und ich frage mich, was ist die Ursache meiner Faszination? Und für mich hat die Faszination etwas mit Heimat zu tun. Und der erste, das waren Sie, Herr Plettenberg. Sie waren auch unser heimlicher Favorit und Sie haben auch geliefert. Es gibt wohl kaum einen Fotografen, der durch seine Tätigkeit unser Bild vom Tal so prägt wie Sie. Als Fotograf des Merkur schaffen Sie die Bilder, die alle wichtigen Ereignisse hier eigentlich abbilden im Tal. Und neben Ihrer Tätigkeit für den Merkur fangen Sie unsere Umgebung mit besonders authentischen Bildern ein. Zum weiteren Sieger des Wettbewerbs, ich habe ihn eingangs schon erwähnt, den Herrn Glasl. Sie haben uns mit Ihrem Konzept überrascht. Sie haben sich die Farbpalette unserer Designerin besorgt, hinter unserem Rücken, und die Bilder damit eingefärbt. Und die Bilder zogen Sie auf das gleiche Format wie die Fotoglasplatten mehrheitlich und übernahmen sie sonst unverfälscht. Das erinnert mich an Pop-Art. Ja? Diese Bildmosaike, die haben meine Frau und mich sofort begeistert und wir haben sie in ganz vielen Stellen hier im Haus aufgehängt. An mehr Stellen, als wir eigentlich für den Wettbewerb vorgesehen haben. Und ich glaube, das spricht auch für sich. Also, Herr Glasl, Kompliment und vielen Dank. Das von Herrn Glasl fand ich authentisch, weil man wirklich die alten Bilder sich angucken konnte, aber durch die Einfärbung wurde es nicht langweilig. Und im Gegensatz dazu der ganz andere Ansatz vom Herrn Plettenberg, dass es die alten Bilder waren und die neuen dagegen gesetzt, was man so richtig auch sehen konnte. Und es war erstaunlich, wie teilweise das noch genauso gewesen ist, aber trotzdem ganz anders. Und viele dieser Sachen, die man auf den Fotos sieht, kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Und das dann in die heutige Zeit zu transportieren, tolle Idee. Also was ich gut finde, ist, dass man einfach alte Fotos durch so einen künstlerischen Ansatz bewahrt, davor das Wegkommen und dann dieser extra Aspekt, die Kombination alt und neu, diese unterschiedlichen Farben und dann endlich in dem neuen Haus, das hat auf Neudeutsch gesagt schon was Cooles. Wir werden schneller gesund, wenn wir uns wohlfühlen. Wohlfühlen, wenn man so eine Diva wie mich zum Beispiel jetzt nimmt, ist dann schon sehr vielschichtig. Also bin ich hier freundlich aufgenommen worden, ging alles schnell, schmeckt mein Essen, bekomme ich meine Lieblingszeitung, kann ich meinen Lieblingsfilm schauen. Und dann, selbst wenn ich all das bekomme, dann ist es so, dass alte Möbel und kahle Wände mich am Genuss hindern würden. Und so einfach ist es, wir glauben fest dran. Unsere Umgebung halt mit. Wenn man das kriegen würde, wäre das sicherlich eine gute Möglichkeit, das im größeren Publikum zu zeigen. Also man müsste es dann vielleicht noch mehr erklären und mehr den Hintergrund zeigen, dass sich's aus der Ausstellung selbst erschließt. Aber es prägt das Geschichtsbewusstsein. Und jeder, der hier lange lebt oder gerade gekommen ist, hat ein Bedürfnis zu wissen, was hier war. Und irgendwo die Vergangenheit kennenzulernen, um die Gegenwart zu verstehen. Und deswegen halte ich das für absolut wichtig. Und was kann es besser als Fotos? Aber ich glaube, wenn das hier gut ankommt, dann wird automatisch diese Art der Präsentation sich noch verbreitern.